12 Tage. Unzählige atemberaubende Momente und eine Reise voller Überraschungen. Die Fahrtparty beginnt. Ich habe Angst. 12 Tage gleiten Revi und Julia durch die beeindruckendsten Höhen und rauschen durch die unermesslichsten Tiefen Italiens. Guck, ey, die sind wirklich Guck, alle komplett Die sind alle komplett verrückt. Das ist 2 versus Italien. Freunde, einen wunderschönen Willkommen zu diesem atemberaubenden, tollen und super hochwertig produzierten, einzigartigen, abenteuerlichen und extrem, extrem supergeilen Fanvlog. Wir machen das Selbstexperiment. Eine Woche Vanlife. Ist das möglich oder sterben wir einfach an Mangelernährung, Hygienemangel und Infektionskrankheiten? Was? Dummheit, ja, wahrscheinlich. Leute, wir nehmen jetzt einfach die Woche so ein bisschen mit. Wir sind gerade in Hockenheim, noch wir waren ja im Glücksgefühle-Festival. Hier habe ich auf der Mainstage gespielt, kleiner. Habt ihr gerade gesehen, der war geil. Und jetzt fahren wir, eigentlich wollte ich nach Norwegen, aber da gibt es halt einen bestimmten Laden nicht, nämlich Joe and the Juice, und deshalb fahren wir jetzt in die Schweiz und nach Luzern halt an den Hauptbahnhof. Dann fahren wir zurück nach Köln, das war's. Dann geht die Route über die Schweizer Alpen, über Toskana, eventuell Mailand, Siena und fahren irgendwo runter nach Italien. Das wird super, wir wollen in die Sonne. Van habt ihr letzte Woche schon gesehen. Und jetzt wird es immer wieder kleine Ausschnitte von uns in Folge geben. Was hast du zu sagen, Akani? Hm? Verpiss dich, du Ich bin deiner Meinung, absolut. Du hast vollkommen recht, ja, Mann. Ey, wir sind wirklich zu blöd für alles, ne? Ich versuche jetzt hier die ganze Zeit mein Bett aufzubauen, weil... Wir sind zu blöd? Hä? Ich versuche die ganze Zeit hier mein Bett aufzubauen, weil wir schlafen nicht in einem Bett und das wird ja dann mal ein Bett werden. Warum lachst du? Und jetzt müssen wir die Stühle rumdrehen und dann gibt es Joe and the Juice, finally. Du hast davon geschwärmt, wir sind extra einen Umweg gefahren deshalb, ne? 10 Minuten. Mäßig, wir hätten noch direkt... Hallo! Hallo! So. Der ist einfach ein belegtes Brot. Es ist Joe and the Juice. Hä, du kannst doch nicht dazu belegtes Brot das sagen. Das sind Sandwiches. Das ist ja ein Flatbread. Und guck mal, das sind Proteinshakes. Guck, wie lecker das aussieht. Ich weiß rein. Ich habe Thunfisch Avocado, ne? Ja. Geht voll fit, sehr lecker. Geht voll fit. Ist lecker, auf jeden Fall. Boah, oh mein Gott. Der war halt eigentlich so Milchshake-mäßig, weil da Eis drin war. Aber das, to be honest, ist wirklich sehr lecker. Brownie-Test! Oh mein Gott, Digga. Sieht es gut aus? Das sieht richtig krass aus. Wie kann man sich mehr über den Brownie als über dieses geile Sandwich freuen? Mhm. Boah, das ist krass. Willst du das wissen? Also, ich habe gerade ein Video gesehen, die hat halt so eine Nase und ich habe mich immer gewundert, okay, warum ist das hier auf 5? Und diese Nase muss ja dahin zeigen. Ich bin einfach zu dämlich dafür, glaube ich. Nee, jetzt auf 5. So. Oh. Man muss das Ventil doch aufmachen, sonst kommt die warme Luft gar nicht raus. Hier ist gar nicht super. Also deshalb, war die letzte Nacht wirklich die Heizung nicht an. Ja, die war an, aber das ist halt da nicht rausgekommen. Anyways, guys. Gute Nacht. Good night. Aber Leute, ich bin schon wieder unterwegs, ey. Draußen in der Natur campen. Ich lieb das so sehr. Bro, du sitzt in deinem Wohnzimmer. Und falls ihr euch fragt, wie ich das immer wieder schaffe, so viel unterwegs zu sein und meine Finanzen im Überblick zu haben, dank Revolut, dem Partner des heutigen Videos, ist es für mich kein Problem. Und dank Revolut, meine Freunde, könnt ihr eure Finanzen komplett vereinfachen. Ausgeben, sparen, Geld leihen, verwalten, das alles mit Revolut und in einer App. Super easy, weil ihr könnt Geld via Apple Pay, Google Pay oder per Überweisung direkt aufs Konto von Revolut transferieren. Weltweit nutzen bereits 45 Millionen Nutzer Revolut und ich bin einer davon, meine Freunde. Und allein, dass ich mein Geld einfach in Wechselkurse kostenfrei tauschen kann, in bis zu 36 Währungen, ist absolut insane. Das Schöne ist, die App ist kostenfrei, das Standardkonto funktioniert sogar ohne Gebühren. Wenn ihr aber ein bisschen einen drauflegen wollt, Freunde, so wie ich, ja, personalisierte Karte, dann könnt ihr auch upgraden, dann könnt ihr so einen geilen Scheiß machen. Guck mal, die ist aus Metall. Übertrieben geil. Mit dir. Emoji. Und außerdem ist die Kontoeröffnung in wenigen Minuten abgeschlossen, meine Freunde. Super easy und es kriegt wirklich jeder von euch hin. Und jetzt kurz zum Thema Reisen. Es gibt eine Ausgabenanalysefunktion in der App. Das heißt, ihr könnt ganz genau sehen, wo ihr essen gewesen seid, was ihr für die Reise ausgegeben habt und wie ihr euer Geld in der Reise ausgegeben habt. Mega, mega praktisch, wenn ihr ein bisschen Kohle sparen wollt. Und wie gesagt, ihr könnt bis zu 36 Währungen kostenfrei in der Revolut-App einfach umtauschen. Mega smart. Also Freunde, wenn auch ihr ein bisschen Geld sparen wollt, eure Finanzen in den Griff bekommen wollt und einfach und easy entspannt leben wollt, gerade beim Thema Finanzen, ladet euch jetzt die Revolut-App runter. Bis zu diesem Datum kriegt ihr 20 Euro Willkommensbonus und der Link ist einmal in der Videobeschreibung drin. Vielen, vielen Dank an Revolut fürs Supporten dieses wunderschönen Vlogs und auch für diese wunderschöne Reise. Und in diesem Sinne, meine Freunde, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Alles an Infos ist in der Videobeschreibung. Kuss geht raus an Revolut und ich gehe wieder ins Zelt. Macht's gut. Oh. Na, erste Nacht vorbei. Und wie war's? Rührei. Boah, ich sag ehrlich, war okay. Wie hast du hier hinten geschlafen? Hinten war gut. Wie war vorne?
Keine Ahnung, ist halt sau bisschen klein. Eng, ne? Ja, man muss halt vor allen Dingen, also ich hab's relativ schnell wieder zurückgebaut. Und dich dann einfach hingesetzt? Ja, ich hab die ganze Nacht nur gesessen. Aber ich nächstes Mal hinten mitschlafen? Oder? Nee. Nee. Wir machen Rührei und dann fahren wir heute nach Genua. Das ist toll, das ist in Italien. Das ist warm, nicht so kalt wie hier in der Schweiz. Ja, wir müssen irgendwie die Heizung noch ankriegen, die ist kaputt. Alter, die funktioniert nicht. Die funktioniert nicht, die ist doof. Wow. Jungs, alles gut oder haben wir ein Problem? Das ist voll gruselig, die wollen irgendwas. Aber Akadi verscheucht sie wieder. Ah, toll, toll, tolles Spiel, toll. Ey, das sieht so crazy hier alles aus. Wirklich, Schweiz ist einfach krass, muss man sagen. Muss man sagen. So, Chef fährt jetzt mal Auto. Das so läuft. Oh, jetzt drehen wir sehr hoch, jetzt musst du schalten. Ja. Ja, wir werden jetzt straight verarscht. Wir sind jetzt in der dritten Station zum Bezahlen innerhalb von 10 Minuten gefühlt. Bruder, jetzt reicht's doch mal Italien. Alles gut, Straßen sind doch in Ordnung. Warum noch mehr bezahlen? So, wir kochen uns jetzt was. Aber wir haben hier richtig geil geparkt mit den Van, Leute. Das ist übertrieben krass. Wirklich, wir haben einen kranken Campingplatz heute. Und wir haben extra einen neuen Table gekauft. Oh, wir sind im Restaurant. Nee, geil, Genua, geil. Das ist so unfassbar gut. Wie ist bei dir? Werde ich verflucht in Italien, wenn ich so mache? Ey, das ist so geil, die haben alkoholfreien Wein einfach. Ey, glaubt ihr, hier ist ein guter Spot zum Parken? Also ich überlege gerade, weil hier könnte man ja eigentlich voll gut sich hinstellen. Spricht ja nichts dagegen eigentlich, oder? Freunde, Gummo, bin kurz zur Apotheke. Hat mir den Finger fast abgeschnitten beim Frühstück machen. Ah, hier ist voll schön, aber der gerade fast verblutet halt, ne? Also 3 Euro und davon waren 60 Cent in die Hundekasse. 3 Euro einfach nur dafür. Das ist doch das Leben, oder? So, wir fahren gerade in diesem wunderschönen Tunnel rein. Ich war schon mal hier, Leute. Damals mit Jody, SK, Krankrafter, jetzt Max, also hieß immer schon Max, und Dave. Wir fahren jetzt genau wieder zu dem Campingplatz und hoffen, dass wir da Platz bekommen. Der Tunnel hat so eine Einfahrt, die geht alle, ich glaube, 15, 35 und 55 gibt es immer 5 Minuten Durchfahrt für die eine Richtung und dann wieder 5 Minuten Durchfahrt für die andere Richtung. Oder 10 Minuten, glaube ich, sind es. Deshalb muss man immer ein bisschen timen. Weil das ist voll crazy, weil dieser Tunnel ist wirklich legit nur einspurig und ich habe ganz tolle Erinnerungen daran. Und jetzt fahren wir dahin und dann hoffen wir, dass wir da Platz bekommen. Freunde, ein bisschen gearbeitet werden muss auch, aber wir sind an einem neuen Spot. Es wird gekocht und wir haben einen, na gut, vielleicht kleinen Schaden verursacht, ne? Schaut euch bitte mal diesen Spot an. Crazy. Wir haben, hier fehlt noch so ein Ding für drunter. Aber das ist wirklich 10 von 10, oder? Ja. Zeig mal deine Steinsammlung. Guck mal. Ja. Hier. Der hat so einen Knick. Ja. Und der hat so einen Knick. Ja. Der hat sogar noch einen besseren Knick. Da passen einfach Essstäbchen rein. Und der da? Passt sogar farblich zusammen. Und was mit dem? Das ist der Lieblingsstein, ne? Wie auf den Toast. Wasser war geil, aber er hat gehasst. Die meinten so auf entspannt, 15 Minuten von hier. Bro, wir sind hier rüber geklettert, hier, sind jetzt hier. Ey, wir wurden verarscht. Das war ein riesiger Scam. Aber jetzt, Freunde, gehen wir in eine Eisdiele. Da, boah, Digga. Okay, that's rewarding. That's worth it. Krass, Alter. Okay, Eis ist da. Sag ehrlich. Das ist krass. Das ist crazy. Ich habe hier Cookies, Eis so. Das ist verrückt. Meringa, also so Baiser. Schaumeis. Wie so Marshmallow ist das. Ich habe einfach nur Vanille. Vanille ist auch crazy. Und die haben uns einfach warme Schokoladensoße gegeben. Ich das wollte eigentlich verrückt. Eisschokolade haben. Ja, juckt. Wir waren richtig geil einkaufen. Ey. Schon crazy, wirklich. Muss man sagen. Sehr simpel, aber übertrieben geil. Und weil es wie immer No Days Off gibt, es wird ein Workout geben. Währenddessen habe ich es geschafft, eine Vegetarierin zum Fleisch zwingen zu kochen. Fleisch machen zu zwingen. Toll. Was? Ich lieb's. Ich freue mich auf mein Essen. Geile Situation. Hier drunter ist das fetteste Fettvieh, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. Warte, ich mach Licht an. Mach's auf den Tisch, guck's dir an. 3, 2, 1, weg. Und Tasse hoch. Digga, was ist er? Freunde, wir haben gerade darüber gesprochen. In einem Van. Man wird irgendwann gammelig. Man fängt an, sich nicht mehr zu duschen. Julia hat gerochen, wirklich. Das war geisteskrank. Wie bei Seven vs. Wild. Wir haben aber jetzt heute mal. Sieht gut aus. Jetzt haben wir uns heute mal ein bisschen frisch gemacht. Immer noch so, oder? Du riechst immer noch so. Es gibt Matcha. Matcha hat sie gemacht. Sogar, warme kalt ist. Matcha. Weil's Wahnsinn. Kalt ist. Wahnsinn. Macht das schon gut. Bisschen klettern kann er, ne? Denkt halt, das ist eine Katze, der Dummkopf. Na komm, lauf. Ja, du weißt doch, wo lang. Der so wie der mich anguckt, weiß der gar nichts. Oh ja, oh ja, oh ja. Das da, dann stinken wir richtig geil. Ey, das ist so geil. Einfach so eine richtig geile ist so Nonja, die so, so richtig geile Pizza. Okay, check.
Ja? Mhm. Das ist so krass. Probier das bitte. Das mach den Mund leer und probier es. Alter, lecker. Nom, nom. Zu. Eiskaffee zu. Alles zu. Alles zu. Dann gehen wir dahin, wo wir gestern waren. Ja. Der Urlaub ist einfach bis jetzt wirklich nur irgendwo hinfahren, fressen. Ja, das war's, ne? Eigentlich mal ganz geil so. Vantrip. Such a vibe, man, eh, fucking amazing. It's really nice, man, eh. Just leave, I can, don't see the, I wanna see the, oh my god, the view is fucking nice. Freunde, Wetter war wirklich Arsch hier bei diesem Campingplatz, deshalb fahren wir weiter zu unserem Endziel. Sieht man das? Hier ist Arsch. Ja, geht so, windig und so, mäßig alles. Regnet auch. Wir fahren nach Amalfi. Wir wollen unbedingt an die Amalfi-Küste Zitronen essen und das Leben genießen. Und wir waren ja 2 Tage hier, dieser Campingplatz ist eine 10 von 10. Ich bin fast schon gewillt, eigentlich den irgendwie zu verlinken, weil der so geil ist, aber dann wird der noch voller sein als eh schon. Und da ich da gerne nochmal hin zurück würde, klebe ich einfach wie eine So. Kurzer Stopp bei Autogrill, Sandwich geholt, 35 Gramm Protein in der kleinen Flasche, keine Ahnung wie das gehen soll, ist Wahnsinn. Kennt ihr Pocket Coffee? Digga, ich dachte, das wäre das Normale, aber es ist hier ein Strohhalm dran, das trinkt man einfach. Riecht's hier gut? Hier riecht super. Hier riecht's voll nach Scheiße. Ja. So eine Affenscheiße. Guck mal, kleinen Bibi-Strohhalm hier, das ist ja... Stecken wir das da rein? Ist das dumm? Was soll das? Das ist das Dämlichste, was ich jemals... Das ist einfach nur Mini-Mini-Kakao, ne? Mit Kaffee. Ja, das ist eigentlich das Pocket-Coffee, nur halt als Getränk. Aber schmeckt's wenigstens? Ja, es schmeckt, aber es ist halt voll der Quatsch. Ist doch süß, aber guck mal, wie süß. Jetzt kommt der geilste Part. Wir können unser Dreckswasser hier ablassen. Das ist so toll. Funktioniert auf jeden Fall gut. Hä? Doch. Ah, jetzt. Da kommt wirklich richtiges Kackewasser raus. Boah, das stinkt so abnormal. Ich bin froh, dass wir es loswerden. Das ist unser Spülwasser. Wir haben Thunfischwasser da reingekippt zum Beispiel. Ja, oder Sachen abgespült. Guck mal, jetzt kann ich hier. Wow! Oh mein Gott. Hä, wie cool ist das denn? When I went, with you. Okay. Dein Geruchssinn ist sowas von gekränkt falsch. Hier riecht es nicht nach voller Eier, riecht einfach nach Gülle. Nein, hier riecht es nach voller Eierfarbe. Früher als nein, nein, war, nein, nein. Hier eine Farbe, die wurde mit faulen Eiern gemacht. Hier riecht es nach Gülle. Du kannst dich mal Parfüm unterscheiden mit deiner Nase. Leute, wir fahren nach Neapel. Heute Abend geht's mal ein bisschen schicker essen ausnahmsweise, weil wir keinen Bock haben zu kochen. Wir pennen auf einem Parkplatz. Ich kann wohl Parfüm unterscheiden. Ja, deins. Wir gehen auf jeden Fall fein essen. Akani darf mitkommen. Wir pennen auf dem Parkplatz heute. Oh, ich hab nicht mehr lang. Ich hab mich wieder beruhigt. Alles ist gut. Digga, meine Frisur ist ja wirklich so beschissen heute. Ich sehe aus wie 40-Jähriger. Wir gehen nach Neapel und dann fahren wir morgen nach Amalfi. Da gibt's keine Rollerbanditen mit Waffen. Eine Bekannte von mir wurde vor 14 Tagen hier in Neapel ausgeraubt. Ihr Freund David Neres spielt bei Ajax Amsterdam, hat glaube ich bei Ajax Amsterdam gespielt. Kira kenne ich noch von früher. Und ihr Ehemann, dem wurde eine Uhr geklaut, in einem Van. Ja, was denn? Ja, hast du eine Uhr? Nee, aber haben wir einen Van? Ja, aber die hatten eine Pistole, Leute. Eine Pistole! Stimmungscheck! Neunmal die Vorwort ja, genommen du, bekommen. Dass du mir auch so viel Mut zusprichst. Guck mal, der fährt einfach jetzt hier durch. So das ist egal. Fühlen, guck mal, die fährt, guck, die fährt einfach. Mal am Arsch. Nein, nein, nein. Die fährt hier nicht durch. Doch, die macht das. Guck, nein, die fährt das hier nicht rein. Siehst du da? Doch, die fährt durch, habe ich doch gesagt. Der auch, guck. Ey, die sind wirklich guck, alle der komplett verrückt. Die sind alle komplett verrückt. Die sind alle wahnsinnig. Na, du musst einfach fahren, jetzt fahr. Ja, ja, jetzt ist ja auch keiner mehr da. Und der ganze Stress nur, um ausgeraubt zu werden. Oder Gott. Ich sie kaputt mache, weil ich so sauer bin. Oh Gott, abgewürgt. Ich hier die Stimmung ist gerade gereizt worden. Das sage ich euch nur, ne? Oh, schon wieder. Oh, Gottes Willen, Leute. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ey, es kracht und pfeift wirklich. Es war gerade so close davor, dass wir wogegen gefahren sind. Du bist so gut gefahren, ey, wirklich in diesem Verkehr. Das ist eine Hölle. Ich fahre morgen zurück und dann könnt ihr mal gucken, wie ich fahre, Alter. Boah, ich weiß nicht, ob ich das mitfilmen kann. Ich werd direkt die italienische Fahrweise machen. Ich fahre einfach drauf. Wir haben auf jeden Fall jetzt mit Biegen und Brechen hier mit Hand und Fuß geschafft auf so einem Campingplatz. Das ist kein Campingplatz. Lil Bro. Das what even is this? Warte mal. Ja, wir stehen hier einfach auf dem Parkplatz. Er guckt jetzt, irgendwie noch was dribbelt. Wir opfern mit unserer Doppelvignette auch hier wirklich. So, jetzt mal gucken, wo er uns hinführt. Schauen wir mal. Mal gucken, ob wir Warmwasser haben oder sowas oder irgendwas, weil Wassertank ist leer, Strom ist leer, Batterie ist leer. Alles gefickt. Ey, wo sind wir? Keine Ahnung. Das ist verrückt. Der Mann hat's vergessen, deswegen hier ist Essen Nummer 1. Was sagst du zu deinen Vlog-Kenntnissen? Können. Dings. Ich hab jetzt einfach gebrochen, geil reinzufressen. Wir haben es einfach geschafft. Neapel. Wir wurden nicht umgebracht. Nicht ausgeraubt. Wir haben niemanden umgebracht. Ja. Wir wurden nicht ausgeraubt. Wir haben niemanden ausgeraubt. Ich habe gar nicht im Taxi gefilmt. Ich mache mir jetzt hier mein Bett. Gute Nacht. Ich leg mich jetzt hier. Gute Nacht. Tschü.
you guys tomorrow in Amalfi. Bye bye. Es ist der nächste Tag. Und die Fahrtparty beginnt. Ich hab Angst. Wir sind in den kleinen Straßen angekommen. Wie gefällt's dir bisher? Ja, darf ich werden. Ich dachte mein Leben lang, dass GTA nicht Autorennen so wie Need for Speed, aber ja, dass das halt das, dass das eigentlich ein Spiel ist, wo du irgendwelche Aufgaben lösen musst, aber die ganze Zeit einfach nur mit dem Auto rumfährst. AKA ein Autorennen. Ja, wir werden gescammt. Das ist eine riesige Scammasche. Ja, aber meine Theorie hat doch jetzt schon Sinn gemacht, oder? Man fährt viel mit dem Auto. In GTA kann man Auto fahren. So, das ist jetzt so, als würdest du sagen, Landwirtschaftssimulator ist ein Rennspiel. Ja, okay. Ja, das ist für mich verarscht. Zahlt schon wieder. Wir sind halt 3 Minuten gefahren gerade. Ja, oder man muss nur diese Dingsi da holen. Billette. Weißt nee, du? Oh nee, du musst wirklich bezahlen. Ja, oh, okay. Bitte lass mich fahren. Die 10 Cent kannst du behalten, Bruder. Ja, arrivederci. Da vorne ist einfach der verdammte Vesuv. Da. Siehst du den verdammten Krater? Oh, das ist krass. Da ist einfach ein aktiver Vulkan. Werden wir jetzt sterben? Das ist crazy. Alter, das ist so verrückt. Man sieht genau, wo diese Lavakaskade ist. Guck mal, da muss dann einfach Magma runtergelaufen sein. Das ist so verrückt. Wir sind gerade wirklich durch die engste Stadt, die engste Straßen der Welt gefahren. Alter, was gesperrt. Jetzt sind wir hier. Wir sind halt einfach irgendeinen fucking Bergvulkan hochgefahren. Ich glaube, man sieht gar nicht gerade, wie hoch wir sind. Wir sind so hoch. Guck mal, da sind die Wolken geradeaus gegenüber von uns. Fucking Serpentinen, die wirklich alles auseinandernehmen. Ja, vor allen Dingen den Van. Was sie isst, was ich esse. Käse. Da ist auch Käse drunter, aber das. Aber einfach nur Käse, oder? Nee. Doch. Doch. Viel Spaß bei der Verstopfung. Hier ist alles super. Ey. Glaubst du, wenn man von hier springt, man schafft es? Meinst du, man schafft es von hier ins Wasser, wenn man springt? Aber wenn ich jetzt hier springe, meinst du, ich schaff das? Bring die einfach zurück in den Van, alles gut. Das ist hier einfach nicht, ne? Das hat jetzt irgendwie 6 Euro gekostet. Das alles? Ja. Also 2 Bier, frische Oliven, alles dabei. Das ist voll geil. Da wird der Käse verbrauchen. Das ist krass. Ja. Hast du gekocht? Hast du gekocht. Was dir das Leckeres? Et hier wird Zucchini und Tomate und Käse und Oliven. Mal richtig Antipasti heute, ne? Ja, machen wir nochmal hier zu Hause, wenn. Ich hab die Heizung rausgefunden, Leute. Jetzt. Ich habe es gefixt. Er ist doch nicht mehr dumm. Ich habe es geklappt. So, jetzt Joten. Also dann, na hier, cheers. Stößchen. So. Wow, wow, wow. Though we look stunning. Wir rennen jetzt 1 Stunde nach Amalfi. Schaut euch das mal an, wie süß das hier ist. Ja, perfekt, Bakani. Du machst das schon, alles gut. Oh, historische Gebäude muss man anpissen, ich verstehe schon. Toll, oder? Toll, toll, toll. Was sagst du? Toll, 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 oder? So, und jetzt heißt es für uns 10.000 Treppen. Auf geht's. Auf geht's. Oh, guck mal, wie schön ist es hier. So, und jetzt gehen wir, wandern wir zu Fuß nach Amalfi. Sau geil, dass ich eben noch ein Beintraining gekickt habe. Kann nicht mehr Pause machen, ich will nicht mehr, es reicht. Da haben wir jetzt eine Situation hier, ne? Geh mal weg hier mit deinen... Mein Gott. Mann, Akani. Akani, jetzt komm. Akani, komm. Oh, die hat eine Maus. Oh nein. Nein, oh, die hat eine Maus. Die hat eine Echse. Ein Leguan. Och, ist das schlimm. Och, nein. Du hast das gerade gefilmt, wie die den gegessen hat. Oh mein Gott. Seven vs. Wild. Alter, mich hat gerade fast eine Schlange angegriffen. Mein Bein. Nach dem Beintraining so am Shaken. Jetzt geht's gerade. Ah, nee, da kommt's wieder. Und hier ist gesperrt. Attenzione. Hier fallen da Steine runter. Ja, hofft man, dass keine Steine kommen, wenn wir hier runtergehen, ne? Aber wenn halt Steine runterfallen, dann sind es halt auch nur die kleinen, ne? So wie der hier oder der da vorne. Ja, sind, cool. Wir, das ist so dämlich von uns hier gerade wirklich. Also, ja, okay, der Pfad wird halt auch echt viel benutzt von Leuten, ne? Das auf jeden Fall. Leck mich am Arsch, ist das dumm alles, was wir hier machen. Ey, es kracht und pfeift, aber Hälfte haben wir. Change of plans or what? Digga, das ist crazy. Da vorne im Restaurant wollten sie keine Hunde haben, aber da unten ist ein Beach Club. Er ist halt super spießig jetzt, aber guckt euch mal bitte das Wasser an. Happy now? Es gibt ein Water Taxi, das ist aber sehr teuer. Das kostet 4 Euro. Lass lieber wieder da hochlaufen, oder? Digga, Traum. Geil. Die sind mir auch ein bisschen zu teuer. Sie haben 10 Euro jetzt gekostet? Ja, für den ganzen Tag. Ey, ich sag dir ehrlich, das ist dieser TikTok-Spot, den du rausgesucht hast, ne? Ja. Well done. Boah, Leute, ich sag ehrlich, das Leben. Mein Arsch wird nass, aber das ist Leben. Das bei euch genauso gerade ist? Jetzt mal ehrlich, crazy Spot hier. Jetzt kommt das Wassertaxi. Guck, jetzt hast du deine Bootsfahrt bekommen. Danke. Super. Ja, okay, gotta give it to you. Ich check den Hype. Dankeschön. Ist schon schön. So, und jetzt geile Pizzafetzen. Wie viele Limoncello und Flaschen könntest du jetzt trinken? 17. Auf geht's! Ich hab einen halben Schluck getrunken und bin hacke. Guck mal, du hast jetzt auch was gekauft, ne? Ja. Jetzt bin ich dran. Ich will das große Opinel. Betty, das große Opinel, guck mal. Nein, das ist einfach ein Schwert. Nein, nein, nein. Mann, okay, du hast gekocht. Mit diesem Laden hast du Curry gekocht. Dankeschön. Guck mal,
gibt. Die haben einfach, Digga, Arancinis, frittierte Pizza. Frittierte Aubergine. Frittierte Aubergine. Wir gehen rein. Hey, die haben das Licht jetzt hier angemacht, das ist so schön. Digga, mit dir kann man nirgendwo hin. Zieh den Hut aus. Wie krass sieht diese Pizza bitte aus? Wie krass sieht diese Pasta bitte aus? Das hier ist der Geheimtipp dieses Ladens. Geh rein. Ich will wissen, ob es gut ist. Kannst du mal kurz den Namen sagen? Guck mal, Leute, hier, das da, da, geht hier hin. Geht da hin. Limonenfeste obendrauf. Quick Update. Ich hab den Apfel geschnitten. Gleich haben wir es geschafft. Und dann wird das beste Olivenöl in ganz Italien gekauft. Aber das sieht nach einem Erlebnis aus. Die haben scheinbar richtig gutes Öl. Guck. Wenn jetzt ich einen 6 Liter Kanister kaufst, drehe ich durch. Sagst du, das ist es? Ja, natürlich ist es das. Alles klar, dann kauf mal. Ich finde es super. Der Weg hat sich gelohnt. Guck mal, wie schön. Wir sind hier richtig schön, aber es hat einen Nachteil. Junge, Mücken hier auf anderem Level. Ich bin eine Sekunde draußen, 9 Stiche kassiert. Kein Witz. Wir gehen zum Strand, Leute. Endlich mal. Wasser, Wasser, Wasser. Okay, das ist ja maximal krass jetzt hier, ne? Wirklich jetzt, Nordsee mit geilem Wetter, ne? So mit Dünen und so. Alter, geil. Und hier ist auch ein Strand, vielleicht geht Akani jetzt mal mit ins Wasser. Oh mein Gott. Wenn ich ihn rufe, pass auf, wir machen das Experiment, okay? Akani, ich gehe ins Wasser rein, tust, als würde ich ertrinken. Dann kommt er. Ja, okay. Digga, wir haben so geil gekocht. Ich habe mir Calamari geholt. Boah. Wenn du wüsstest, wie gut ist. Und eine Pizza. Und du willst einfach gar nichts essen. Deine Pizza? Nee, ist meine Pizza jetzt. Dann läuft hier Dinner-Duell. Bernd Zehner, mein Schatz, wir lieben dich. Ich esse nur Olive, das reicht mir, danke. Na, mehr gibt's auch nicht für dich. Papa hat sich ein Bier geholt, ne, immer schön hier. Mmh, und Filtrada, rein in den Kopf. Ich hab Fragen, eine Menge Fragen. Das ist effizient. Das ist effizient? Weil du immer, wenn du ausatmest, einfach da reinatmest? Mhm. Meinst du nicht, dass es super anstrengend ist? Wir gehen jetzt zum Strand, we make Strand Day. Hey, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Vlog übertrieben inhaltslos ist. Weißt du, was ich meine? Dass wir wirklich nichts gemacht haben, außer halt gefressen und einen Urlaub. Aber das sollen wir euch jetzt zeigen. Wir haben ja nichts erlebt. Wir haben ja nichts erlebt, oder? Außer als wir fast gestorben sind mit den Steinen. Und ja, nee, doch, war gut, war gut. Hallo? Bist du doof? Komm, na komm. Ah, oh nein. Oh. Morgen, hallo. Wir fahren in unsere letzte Station in Italien. Wir haben sehr entspannte Musik drin. Guck mal, die schönen Bäume. Und fahren jetzt Richtung Genua wieder hoch. Letzter Camping in Italien, dann geht es übermorgen schon zurück, leider. Das sieht so cool aus gerade. Sorry, ich muss jetzt mal kurz die Bäume filmen. Du kannst gerne weiterreden. Ich glaube, es sind Akazien. Schreib mal in die Kommentare, ob es Akazien sind. Hey, wettermäßig gerade. Super. Absolutes Campingwetter, oder? Find's toll. Wir kommen wirklich aus der Sonne und fahren jetzt in den kranksten Regen. 16 Grad und gerade auf der Autobahn einfach an. Spoiler, das Wetter hat sich nicht mehr geändert, Leute. Es regnet die ganze Zeit. Und diesmal darf ich im Bett liegen und du gehst in mein Bett. Hier nach hinten in dein Bett hier. Wir haben uns das verdient, Akani. Wir beide haben es geschafft. Beweg mich heute gar nicht mehr. Ich mache jetzt wieder Schlafen. Boah, Chefin hat gekocht, wa? Was die da gemacht hat? Ich habe könnt vergessen. Ihr bei ihr... Warte kurz. Ich wollte gerade Werbung für dein Video machen. Ach so. Darf ich das oder? Mhm. Könnt ihr bei ihrem Video sehen? Ja, sie hat ein Video gemacht. Ja, habe ich. Ganz kurz. Was haben wir gerade noch gemacht? Ich habe gerade noch schnelles Bewerbungsvideo gemacht für die Leute. Du hast es gefilmt, super Arbeit. Ich habe es gefilmt, guck mal, wie schön ich das gefilmt habe. Oha, guckt euch diesen gut aussehenden Mann an. Wo? Hier, der hier. Wir sind hier gerade irgendwo in den Bergen, kurz vor, ich habe was gekotzt, Mailand. Und das ist unser letzter Stopp mit diesem Van. Nein, heute Abend noch einmal. Ey, ich muss an der Stelle nochmal ein dickes, dickes Shoutout hier an Sunlight rauslassen. Sunlight Vans, no joke. Solltet ihr euch irgendwann mal ein Van kaufen, dann tut es mir bei denen, ehrlich jetzt. Also muss ich sagen... Oder halt Laien. Ja, super, super geile Nummer. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist aber noch keine Abmoderation, weil heute Abend wird bestimmt noch irgendwas krass passieren. Und zwar gehen wir heute Abend dem Allgäu Kühe schubsen. Kennst du das?